Umschau-Reporter Thomas unterwegs ans Wasser. Jetzt hier rechts ist der Balaton. Achtung, hier ist er. Rund um den Plattensee will er mit deutschen Auswanderern sprechen und herausfinden, wie es sich hier lebt, etwa 600 Kilometer von Mitteldeutschland entfernt. Zum Baden ist es noch zu frisch, aber das wird sich in den nächsten Wochen ändern. Jetzt noch 30 Grad und es wäre perfekt. Erste Station, Morzoli, eine Kleinstadt etwa 10 Kilometer vom Ufer entfernt. Es ist eine ländlich geprägte Region mit viel Ruhe. Hier besichtigen Janine Ottoman und ihre Freundin Sandra Müller ein Haus. Immobilienmakler Ottmar Heide würde es ihnen gerne verkaufen. Noch wird hier renoviert. So, bitte eintreten. Bitte schön, Wohnzimmer. Von außen wirkt das alte Bauernhaus noch nicht so wohnlich. Innen dagegen ist alles neu. Es gibt 70 Quadratmeter Wohnfläche in zwei Räumen. Ein neues Bad, perfekt für die fünfköpfige Familie von Janine. Das ist alles neu verputzt, der Boden wurde neu betoniert, die ganze Böden ist alles neu gemacht. Janine stammt aus Berlin. Sie kommt seit 15 Jahren mit ihrer Familie an den Balaton. Sandra ist aus dem Erzgebirge. Sie hat schon ein Haus hier. Beide sind echte Ungarn-Fans. Wir wollen es als Ferienhaus nutzen. Und wenn die Kinder dann irgendwann mal groß sind, haben wir vor, auch nach Ungarn auszuwandern, mein Mann und ich. Wie die Meister. Ja. Genau. Es ist einfach schön hier. Häuser wie dieses sind beliebt bei deutschen Auswanderern am Balaton. Nicht direkt am Wasser, das wäre zu teuer. Dafür mit viel Platz. Das Grundstück ist 5000 Quadratmeter groß. Und was kostet das? Preis sind 49.000. Man weiß ja selber, was in Deutschland die Häuser kosten, wo die Grundstückspreise sind. Also in Deutschland kriegt man noch nicht mal eine Garage dafür. So ist es. Nee, weil 50.000, so viel wohl ungefähr unser neuer Carport und so kosten. Ah. In Deutschland. Hier kriegen wir ein ganzes Haus mit riesen Grundstück. Janine hat sich entschieden. Sie wird das Haus kaufen. Klein, aber mein. Das ist das Motto vieler Immobilienkäufer am Balaton. Natürlich gibt es auch Paläste, ganz klar. Aber es ist eine Preisfrage, was jeder zur Verfügung hat. Wenn ein Rentner hier lebt und hat 800 Euro Rente, kann er leben wie Gott in Frankreich. Der Deal ist perfekt. Für Makler Ottmar Heide geht sofort weiter zur nächsten Immobilie. Also wir haben pro Tag 3 bis 6 Termine. Pro Tag durchgehend. Ja? Und das ist die letzten 3 Jahre, 4 Jahre extrem gestiegen. Vor allem Ältere zieht es hierher. Vor 5 Jahren bekamen 11.700 Deutsche ihre Renten in Ungarn ausgezahlt. Jetzt sind es schon mehr als 14.400. Im Schnitt liegt die ausgezahlte Rente bei 500 Euro. Unser Reporter ist noch immer in Morzoli. Er schaut sich in der Nachbarschaft um. Da wohnen die Ernsts. Alles deutsche Namen. Tag. Hallo. Hi. Wo kommen Sie her? Aus Gera. Kerstin und Robby Klehm verbringen ihre Ferien in Ungarn, sind aber nicht ausgewandert. Das haben meine Eltern damals gekauft, in den 90er Jahren. Wann haben sie es dem Sohn gegeben? Ja, einer muss ja weitermachen, ne? Was heißt muss? Es ist ja viel zu tun, schöne Landschaft, machen viel im Garten und im Sommer halt zum Baden am Balaton. Auch die Nachbarn stammen aus Deutschland. Die Lenhards sind vor 15 Jahren hergezogen. Auch ihr Grundstück ist riesig. Alois Lenhard hat es hier gerichtet wie eine Südstaaten-Ranch. Die deutsche Fahne ist sehr präsent. Ist das schön, wenn die ganze Straße voller Deutscher ist? Jeder in der Ecke bleibt für sich. Und jeder lebt sein Leben. Wunderbar. Wir haben uns beide Traum erfüllt, selbstverständlich. Ja? Und das ist halt, wo ich sage, okay, ich kann das ohne Deutschland genießen. Ich bin und bleib deutsch, selbstverständlich. Aber mit dem, was da passiert, Katastrophe. Die Lenhards fühlen sich in Deutschland nicht mehr zu Hause. Vor allem seit der Flüchtlingskrise 2015. In Ungarn hat Ministerpräsident Viktor Orbán kaum Migranten ins Land gelassen. Er hat deshalb unter deutschen Auswanderern viele Anhänger. Sie treffen sich regelmäßig zu Stammtischen. Unser Reporter will einen davon besuchen. Die deutschsprachige Gemeinschaft Balaton hat in 20 Orten Ungarns eigene Ortsgruppen. Wir sind bei einem Treffen dabei.
Organisator ist ein bekannter Rechtsextremer aus der Schweiz. Es geht um Flüchtlinge aus Bürgerkriegsgebieten. Und die werden dann umgesiedelt und umgefolgt. Und dann sind sie in Deutschland und dann wollen sie Ficky Ficky. Blöderweise ist die Demografie so desolat. In Deutschland, da gibt es ja mittlerweile mehr Männer als Frauen. Also weniger Ficky Ficky. Zu Hause waren sie gegen den Zustrom von Ausländern. Hier in Ungarn sind sie selbst welche. Viele sehen sich sogar als Flüchtlinge, die nun hier im Exil leben. Die meisten vertrauen deutschen Medien nicht mehr und wollen nicht mit uns sprechen. Nach der Veranstaltung aber reden einige mit uns, wie diese Frau aus Dresden. Sie ist aus wirtschaftlichen Gründen hier. Ich gehe lieber freiwillig aus Deutschland raus. Ich möchte nicht obdachlos in meinem Alter sein. Ich habe 55 Jahre gearbeitet und ich möchte in Ruhe mein Leben leben. Schon vor 20 Jahren hat die Umschau vom Balaton berichtet. Schon damals ist der See nicht nur Touristenhochburg, sondern auch beliebt bei Deutschen, die hier Häuser kaufen und mit kleinen Renten gut leben wollen. Damals sind die Preise sensationell günstig. Wenn ich also Hilfsarbeiten habe, zahle ich in der Stunde 400 Forint. Das sind etwa 2 Euro. Lebensmittel kosten vor 20 Jahren nur halb so viel wie in Deutschland. Doch schon damals steigen die Preise. Zum Einkaufen ist Ungarn also kein Schnäppchenparadies mehr, wie es vor ein paar Jahren war. Und wie sieht es heute aus? Unser Reporter geht einkaufen. Ungarn hatte im Februar eine Inflation von 25%, die höchste in der EU. Wie zeigt sich das bei den Lebensmittelpreisen? Thomas holt einen typischen Warenkorb, von Milch über Kaffee bis zu frischen Brötchen und Brot. Wir rechnen zusammen. Die Waren kosten in Ungarn umgerechnet 18,78 Euro. Für die gleichen Sachen würden wir in Deutschland 21,23 Euro bezahlen, also 13% mehr. Weiter geht's auf dem Piaz, dem Wochenmarkt. Bei DDR-Touristen war er einst beliebt, weil es Westwaren gab. Die interessieren heute keinen mehr. Selbst in der Saison kaufen die Deutschen weniger als früher, sagt André Christian. Er ist seit 20 Jahren Markthändler hier. Voriges Jahr ein Kilo Käse, normale Trappista ist echt ungarische Käse, ungefähr 2000 Forint ein Kilo. Im Januar 4000 Forint ein Kilo. Wie kann sich das in Ungarn leisten? Wie machen Sie das denn? Ja, weiß ich nicht. Am Abend ist Thomas in einem normalen Touristenlokal. Wie haben sich hier die Preise entwickelt? Ein halber Liter Bier kostet umgerechnet 2,60 Euro. 3,40 Euro werden für die Vorspeise eine Knoblauchcremesuppe fällig. Dann kommt die Hauptspeise, Putenbrust mit Pommes für 10 Euro. Ganz viel Käse dazwischen. Mmh, lecker. Für den Preis ist das so viel. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Die Kaufkraftstatistik bestätigt unseren Eindruck. Für einen Euro bekommt man Waren im Wert von 1,67 Euro. Ungarn ist damit nach Polen das zweitgünstigste Land in der EU. Zurück bei Immobilienmakler Ottmar Heide. Er stammt aus Rheinland-Pfalz und arbeitet seit 20 Jahren in Ungarn. In seinem Büro zeigt er unserem Reporter weitere Objekte. Da können Sie schauen, 16.000 Euro, das hier. Aber da muss man mal ordentlich arbeiten. Ja, da reinstecken. Müssen Sie arbeiten, klar. Ne? Oder das hier, das geht sogar, 19,5. Sind 2.195 Quadratmeter Grundstück, 72 Quadratmeter Wohnfläche für 2 Personen, dicke genug. Und auch die Bürokratie scheint in Ungarn geringer zu sein als in Deutschland. 2 Wochen nach Kauf steht der neue Eigentümer schon im Grundbuch. Das ganze Prozedere sind in Ungarn 2 DIN A4 Seiten und das war's. Zwei Seiten ist hier ein Vertrag? 2 Seiten ein Kaufvertrag, genau. Wie geht denn das? Das ist ganz einfach. Nur das Wichtigste, was da sein muss, und das war's. Auch Edelimmobilien hat Ottmar Heide im Angebot. Zum Schluss zeigt er uns eine. Das Anwesen ist riesig. Das ist jetzt das Gästehaus, das da oben ist das Haupthaus. Die Wohnfläche liegt bei knapp 300 Quadratmetern. Eine Künstlerin aus Deutschland hat die Immobilie am Telefon unbesehen gekauft. Der Preis 250.000 Euro. Das Grundstück neben gehört noch dazu.
Jetzt wäre es nur schön, wenn hier der Balaton wäre. Ja, ne? Aber im Balaton lässt sich so ein Haus schlecht bezahlen. Ein Haus mit Seeblick kostet etwa das Doppelte. Tendenz weiter steigend. Doch im Hinterland schlummern noch immer viele preiswerte Objekte. Keshtay liegt an der südwestlichen Seite des Balatons. Es ist eine der Hochburgen der Deutschen hier und wurde in den letzten Jahren hübsch renoviert. Der Ferienort mit Schloss hat sich herausgeputzt. Auch hier wird oft Deutsch gesprochen. Wo kommen Sie denn her? Wir kommen aus Deutschland. Aus Graz. Rita Mick-Solle lebt seit 4 Jahren hier. Die Pfarrerin betreut die einzige evangelische deutsche Kirchgemeinde am Balaton und kennt ihre Mitbürger genau. Hier schon fast so deutsche Reinlichkeit. Das ist die ungarische Reinlichkeit. Das ist die ungarische. Wie exakt das geschnitten ist. Also das heißt, die Ungarn und Deutschen, die ähneln sich so ein bisschen. So, was so an die Grünanlagepflege gehen auf jeden Fall. Die meisten Deutschen wandern in die Schweiz und nach Österreich aus. Ungarn gehört noch nicht zu den Top-Zielen. Doch es holt schnell auf. Was nicht nur an den geringeren Preisen liegt. Die Menschen sind unzufrieden. Die sind verunsichert durch die Politik, die bei uns ist. Kann man auch verunsichert sein. Und dann drängen sie, dann flüchten sie. Da meinen sie, das ist dann ihre Zukunft. Und wird man glücklich in Ungarn? Ich kenne Leute, die sind ja glücklich geworden. Ja. Die Pfarrerin zeigt uns ihr Pfarrhaus. Sie hat einen Buchbasar vorbereitet. Nächstes Jahr geht sie in Rente und zurück nach Deutschland. Denn auch viele der Auswanderer verlassen Ungarn im höheren Alter wieder. Ein Grund, die Situation im ungarischen Gesundheitswesen. Sind doch alle ganz stolz drauf, dass sie hier plus 20 Euro Krankenkassenbeitrag bezahlen. Ist das noch so? Ja, das ist noch so. Und was kriegt man dann für die 20 Euro an Leistung? Ein Einzelzimmer oder Doppelzimmer gibt es nicht. Da braucht man gar nicht drauf bestehen. Und dann muss ich mitbringen dann meinen Teller, meine Glas, meine Tasse, Mineralwasser, Besteck, Handtücher ist klar, Toilettenpapier. Unser Reporter macht sich auf die Rückreise. Der Balaton bietet noch immer preiswerte Immobilien und geringe Lebenshaltungskosten. Ob es sich hier wirklich besser lebt, muss jeder für sich selbst entscheiden.